Also hier ist das Beispiel wiederum von der Prägung auf das geschöpfte Papier DHS. Das ist also die Homeland Security Bund, wo in den USA vorhanden ist, um einfach in der Heimat quasi hier Sicherheit herzustellen. Digitale Daten habe ich schon erwähnt. Bin ich jetzt weitergegangen und habe grafische Symbole dargestellt mit den eingelegten CD-Streifen. Wobei die CD-Streifen, was man hier sieht, sind direkt die Datenschicht von der CD, die im Prinzip mit Laser beschrieben und gelesen werden können. Und da ich mich mit Spurensicherung beschäftige, das heißt, ich sammle auch Sachen, daraus ist dann entstanden, dass ich hier Assemblagen gemacht habe mit Material. Das heißt, hier zum Beispiel die Lautsprecher, die aber nicht zum Betrachter hin aufgesetzt oder aufgeklebt sind, sondern ins Papier rein quasi, im übertragenen Sinne, quasi akustische Daten in das Papier, in die geschredderten Papierdaten noch zusätzlich akustische Daten symbolisch gesendet werden, sage ich mal. Und das nächste ist die mit den elektronischen Bauteilen. Mir ist gekommen, dass sie so aufgegurtet sind, wie die Patronen von einem Maschinengewehr aufgegurtet sind. Und in der Fertigung von elektronischen Geräten, die ja zum Abhören und Überwachen überall eingesetzt werden, sind eben auch so elektronische Bauteile. Und im Prinzip sind die so aufgegurtet und werden quasi bei der Fertigung von elektronischen Leiterplatinen quasi wie im Maschinengewehr die Kugeln in die Platine reingeschossen. Das Abhören und Überwachen gehört die Kabelinstallation dazu. Und hier ist es quasi von einer alten Telefonanlage ist es so ein Kabel, wo die Telefonanlagen nicht programmgesteuert waren, sondern elektromagnetisch waren. In alten Telefonanlagen war die Programmierung mit diesen Drähten gemacht. Und je nachdem, wo der Draht angelegt war, hat er eine Verbindung gemacht zu jener oder der anderen Funktion. Und es ist für mich das Symbol eben wiederum das Abhören von Leitungen